Soll ich anfangen? Ja, man. Hat super funktioniert, Jungs. Über euch alle. Ah, ich liebe ihn für den Beat. Mart McAllmann, ne? Ja. Ey, ihr habt was mit dem Ohr, aber nicht zur Musik. Der hat mehr Offbeat und den Kevin, ihr habt Impuls im Team. Dicker, ihr seid schon am Heulen, wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Ringer DDR, weil ich dem Ossi seine Grenzen setze. Karasticker Props, ich darf endlich diesen Lauch betteln. Lispeln 1 kannst du nicht kontern, lass uns das durchaus testen. Sprachfehler sind scheiße, Alter, das ist einfach unbestritten. Doch vielleicht der Punch ist dir auch rentig in den Mund geschissen. Ganz egal, woran es liegt, die Ekel. Oh, er macht den Sticker, er macht den Sticker. Das war ein Schuss mit VBT, Dicker, was hast du denn noch gerissen? Versus von einem Mädel, wer hat dir denn in den Kopf geschissen? Haare ab und Gras beiseite, Flow maximal phasenweise. Du könntest mich schlagen, Pause. Daran hängen wir ein Fragezeichen, bis ich meine Kragenweite ficke dich im Handumdrehen. So, was sagt ihr bisher? Stark. Echt stark. Also besser als Viertel, besser als das Viertel. Richtig. Aber jetzt schwach, zweite Famebeat hintereinander, Manik, was da los, Digga? Was da los? Aaron hat mal wieder nichts verstanden. ich hab's die Lines einfach. Also wenn ihr weiter drücken wollt, müsst ihr das machen, ne? Jo. Ja, ich würde sagen, wir machen mal einen, der weiter drückt und pausiert, damit ich 100 Leute Pause drücken und dann ist das Dabo ab jetzt. Okay. Wenn jemand redet, fängt Dabo sofort an Pause zu drücken. Dabo, dafür musst du den Stream klein haben. Okay. Also dafür musst du das Bild da klein haben, okay? Ich kann das auch aufmachen, weil ich camp die ganze Zeit auf dem Board. Okay, es geht weiter, Jungs. So, los geht's. Umdrehen oder ist das bei alle, in denen du den Schwachpunkt sehen? Macht Nightmare. Fassade, die du mühevoll erstellt hast. Offbeat dich zu kontern, leistet Oscar dir Gesellschaft. Es ist an der Zeit, dass du aufwachst, du Fittchen. Flow wie tote Katze, aber Hauptsache Titten. Gegner dissen, du willst Garten, stoppe deinen Höhenflug. War gut. Maske, Faces, richtig gut. War dir wohl nicht blöd genug. Träumst du noch vom Preis, Geld, Karas wird dir wenig. Alter, oh nein, ich bring mich jetzt Leute, um. Die einen Fetisch haben. Passt eigentlich gut. Mir fällt jetzt auf, dass er das Video von Bernd ohne Namen gegen Allmann parodiert. Hat er so lange gebraucht? Ja. Ja, also ich mochte... Ich stürme deine Wohnung, Bratte, lege dir eine Leine um, weil ich dich zu einem Schuss und mache Tierquälerei, denn ich trete auf dich Hure ein, laberst was von Digit, scheinbar bist du noch nicht stubenrein. Du kannst machen, was du willst, Digga, nein, du bleibst beschissen, Ränger, hör mal, laufst du Fontänen in der Mike zu fitten. Du wolltest dein Match, jetzt werde ich dich Bastard schlagen, nur wegen dem Popschutz hat dein Mike keinen Wasserschaden. Frontest den Besuch von Karas, machst da keinen Spaß, nutte das Beste an meinem Besuch, war das Gras von Mark, Junge. Macht auf unantastbar, weil es für euch keine Krone gibt, ihr seid unantastbar, aber nur weil gerade Covid ist. Ränger macht auf Gangster, aber scheiß auf, was der Bastard sagt, deine Runde Lispel. Ich eröffne einen Wasserpark. Ich fühle wie bei diesem Kopf. Die war geil. Selbst im Phoenix sagt, dass du ziemlich scheiße bist. Bei euch flog noch einer, Digga. Das ist Ränger Speichelfluss. Mark hatte mal Synchro, wenn der Impulsfeste zeigen muss. Du sagst direkt nein bei der Frage, ob du Feature machst. Kommt aber nicht cool, wenn du mich schon mal gefeatured hast. Das ist dieser Manic. Für mich gibt es keinen Kommen dieser Bitches auf Lavu, denn ich hab das Eis gebrochen. Ja. Die Endline war gut. Die ganze Runde. Generell, war super. Also flowlich stark. Textlich auch ganz lustig, nur das Video fand ich nicht so geil, tatsächlich. Ich finde das ganz cool. Also, ja, also die Konzept besten Punches nice, fand ich waren gegen Rengar. Ja, gut, aber ich fand dieses am Ende so wie Bitches auf Tinder, denn das Eis wird gebrochen, das war cool. Das war cool, ja. Ja. Dafür gibt's ein Eis-T-Shirt. Also insgesamt, so die meisten Lines kann man so stehen lassen. Wie Waddel im Regen. Was? Spaß. Alles deine Fresse, ich. Manic lässt mich niemals stehen. Der liebt mich. Stimmt's, Manic? Jetzt bitte ja, oder ich bring dich um. Wer jetzt nein sagt, das wäre lustig. Der ist ja im Streamchat drin, also kann er jetzt auch ja schreiben. So lange warten wir jetzt noch. Vorher machen wir die Runde nicht an. Warte. Ränger schreibt, Featureline zählt nicht. Ich hab dir ein Feature gemacht, aber ich hatte dich auf meinem Track nie gefeatured. Ja. Tja, Manic, so läuft das. Die Line, die zählt nicht. Hat Ränger jetzt beschlossen. Jetzt kommt nämlich der Plot-Twist. Manic liebt Waddle, aber Waddle nicht Manic. Oha. Was? Woher wisst ihr das? So ja. Was? Er stellt sich hier auf Rängers Seite. Das kannst du nicht machen, Waddle. Oh, guck mal, Manic liebt mich. Hat er gerade geschrieben. Jetzt können wir können weitermachen. Wir jetzt liebe ich Manic auch wieder. Perfekt. Toll. Ich würde sagen, wir machen hier nach jedem von den Parts von den Jungs Pause, also nach Ränger,
Impuls. Oh, fang bitte nicht mit Impuls an, no front. Eigentlich solltest du immer mit Rengar anfangen. Es ist dieser Manic, der von Mac ist, mieser Fan ist. Speckschicht in den Vänen und doch textlich nicht das Beste. Hört er meinen Namen, sitzt er ängstlich auf Toilette. Von Operation Nice wird er jetzt endlich aufgefressen. Ab in deine Fresse, du Hurensohn. Dicker, ich battle dich nur so. Hart wie es sein muss, Parts und die Reinkunst. Die Farbe deiner Zukunft wird blutrot. Erst paar Kinder, jetzt ne linksversiffte Dreckschwuchtel. Der ist kein Gegner, dieser Pisser ist ne Sexpuppe. Dich zu battlen ist Ehrensache wie Feldarbeit. Was ich mir von dir nicht nehmen lasse, den Geldanteil. Runde für Runde kriegst du Punkte und ja, du steigerst dich doch aus meiner Sicht. Ey, sorry. Mir fällt mit jeder Runde auf. Und gerade ist es für mich so am deutlichsten. Das ist auch echt nicht böse gemeint so. Aber Impuls ist schon der schlechteste von den drei. Ich finde Tsunami ist vom Flow ihm ein bisschen unterlegen, aber halt nicht. Ich finde dafür ist halt musikalisch Impuls besser. Ist halt textlich richtig schwach. Ich glaube, Impuls finde ich sogar am besten, actually. Also Rengar ist auf einer Stufe Tsunami so ein bisschen schlechter, aber. Ich finde Tsunami halt musikalisch echt sick. Einmal das und ich finde halt Impuls textlich ziemlich schwach. Hä? Der hatte letztes Mal die beste Line. Nightmare ist ein Scheißwert. Ja. Ja, siehst du, den Reim gab's halt erst 5-mal. Ich hatte ihn selber schon 2-mal so. Na und? Er hat die Line gebracht und dafür liebe ich ihn. Okay. Und Phoenix höre ich aus Prinzip nicht. Gegen Doppelkicker bei. Also ich fand die Line wirklich super. Rengar schreibt. Ja, Nightmare, Rengar schreibt, als Maulimpuls ist der beste von uns. Aaron, wenn ich rede, hast du still zu sein. Ja, es tut mir leid, Papa. Leise. Ja, hier macht okay, Dominanz. Ich nehme jegliche Kritik gegen Impuls zurück. Impuls ist der Gott und wird das nächste JBW gewinnen. Danke. Und jetzt machen wir weiter. Das ist leider nicht, keiner feiert dich eigentlich. Deine Zeit, die läuft nur schneller ab als billige Schuhe. So zeigt das Feature mit Nightmare, du bist eine billige Hure. Wenn ich dir schreibe, fängst du sofort an, dein Pimmel zu suchen. Wenn du am Ballen bist, hat das höchstens mit Dribbeln zu tun. Zick in der Booth, komm, ich zeige dir den Double Time. Und weil wir Freunde sind, lass es doch eingefallen sein. Nimm dem Manic mal die Reime weg und schau, was bleibt. Kaum was Geiles, also kann es am Ende nur Trauer sein. Hau mit einer Wucht auf dein Nasenfahrrad und dann bist du stumm und dein Atem flacher. Operation Ice bringt den Kopf in den Kassau. Okay, das war cool. Und Dominik kommt noch rum, dass er einen Optiker braucht. Low ist richtig sick. Ey, du bist wie Hannover 96. Oh mein Gott. Dabei, ich halt liebe Rengar. Das fällt dir jetzt erst auf. Pause. Wir müssen eigentlich ein wundervolles Outfit. Also, Rengars Einstieg war grandios. Rengars Outfit ist grandios. Ja, er hat einfach ein T-Dingens Angelhut. Den hat er schon immer. Den hatte er schon im VBT 2018 auf. Ja, wahrscheinlich guckt jetzt VBT, Junge. Den hatte er aber schon immer auf. Den hat er auch in diesen ganzen Runden auf. Aaron, den hat er gegen Doppelklicker, den hatte der Quali auf. Bis wir bei Tsunami sind, verlässt du jetzt bitte diesen Stream. Mendel, sprich aber bitte ein Machtwort. Aaron darf hier bleiben. Wir dürfen niemanden ausgrenzen. Das ist nicht nett. Wir haben Darky ausgegriffen. Nein. Wir dürfen sonst niemanden auspressen, das ist nicht nett. Darky hat sich nicht gemeldet. Ich habe ihm eine Viertelstunde vor Streambeginn geschrieben. Er hielt es für nötig, nicht zu antworten, dann ist er selber schuld. Dabo, was sagst du dazu? Jetzt machen. Ja, Dabo, wir brauchen deine. Ach, Dabo ist ja auch noch da. Manic, das Hobbit ist irrelevant. Was denn jetzt? Ja, Mann. Dabo, du sollst Machtwort sprechen. Mendel will ja nicht. Gucken. Um was geht's gerade überhaupt? Hat Aaron ihm gerade gefragt, wer bitte sehr das VBT guckt? Das hat Manic gefragt. Nein, Manic hat gefragt, wer es nicht guckt. Ja, okay. Ich guck's nicht. Ich auch nicht. Jungs, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich euch alle gerade hasse. Ich habe ab dem 16. geguckt. Vorher nicht. Okay. Also vorher ja, davor halt war das auch. Na gut, doch, Rengars Runde davor habe ich mir reingezogen. Ist das da? Es ist ja, gut. Kuchen-TV, den hat sich jeder reingezogen. Weil der den habe ich mir nicht reingeguckt, das war mir zu wack. Und der ist leise. Hey, Kuchen-TV, einfach VBT-Gewinner. Können wir jetzt weiter gucken oder? Wollen wir über Okay, alle Fresse halten, wir gucken weiter. Leute. Halbfinale und. Ja, warte. Ist bei cooler Talk drin. Ich finde die Bridge einfach nur super. Ich finde Rengar einfach nur super. Ihr habt gesagt, schaut euch zuerst Manics Scheiße an. Haben wir ja. Haben wir, sind mit Manic ja schon fertig. Keine Geduld. Variat. Ja, bei Manic war halt nicht viel zu holen. Ja, mit Manic willst du wohl schnell fertig werden.
Spaß, liebe Manic natürlich. Oh, zum Fick ist denn hier der coole Chat? Bei den Sprachkanälen drin, aus irgendeinem Grund. Ich hab dir das geschickt, Digga. Ah, ja, ja, guter Mann, Dabo, guter Mann. So, dann begrüßen wir jetzt erstmal. Wer ist eigentlich reingekommen? Ja, Variat. Ach so. Und cool. Euphorix. Die beiden begrüßen wir jetzt erstmal. Ja, ah, warte, Dabo, willst du die nicht begrüßen? Ich meine, es ist irgendwo noch dein Kanal. Jo, guten Tag, guten Tag. Das ist mein Kanal, willkommen. Halt's Maul. Den Kanal habe ich übrigens übernommen, also von daher, alles gut. Was? Eigentlich ist es Wadels Kanal. Mittlerweile ja. Warte, Digga. Ich führe das Ding. Keine weichen Sachen, Digga. Ja. Ich mach morgen Stream, dass Manic gewinnt. Das ist schön. Ich ändere den Stream-Schlüssel, Digga. Kannst ja, du jetzt nicht. Ja, aber keine, nicht, keine Performance von Euphorix mehr, Wadel. Ach stimmt, ja. Da war ja was. Ah, nee. Also Rengar und so können auch mal gewinnen. Hey, du bist da fair, ne? Das, also nee, warte, wir machen das so. Das Euphorix-Video kriegt 3 Punkte. Aber Manic gewinnt. Perfekt, machen wir so. Ich würde sagen, können wir denn jetzt weiterschauen oder wollen wir weiter das Turnier manipulieren? 3, 2, 1, go. Wir bringen den Boxenrapper um, dich mit uns zu vergleichen. Grenzt fast an Gottes Lästerung. Endlich die hast du cool. Dein scheiß Battle, du dummer Spaß. Opferfest heißt bei dir, ja, du gehst zu deiner Runde ab. Du wusstest, dass wir kommen nach, du schönes Stück Scheiß. Schönes Scheiß, ey, wenn wir am Arsch sind, dann allerhöchstens Stress, ne? Ey, du lernst gut, Ranga. Dass du links bist, echt kacke. Was geht, was geht, was geht, was geht? Ey, ich weiß, dir sagt an deine grenzenlose. Also, Pause. Ja. Ja, klar. Ja, weil, hey, Dabo. Handy, weil ich bin gerade nicht da. Ja, kann man irgendwann einen Link zu diesem Dings schicken, zu Guten diesem Tag. Video live gucken? Teil da. Stimmt, es gibt eine Rückrunde. Willst du Dabo, zum Stream oder willst du zu den Watch Together? Watch Together. Dafür. Der Dabo. Ist cool. Ja. Jetzt die letzte Minute kann er ja noch mitschauen. Ich kann leider nicht mitgucken, aber ich bin da, um Fragen zu beantworten. Übrigens nochmal, Respektlosigkeit. Nightmare, ich bin enttäuscht von dir. Ohne Spaß, wie kann man so frech sein? Wer ist das? So Jonas, ist schon fast zu Ende. Schon fast zu Ende, Jonas. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Ja, in deinem Part. Wir sind in deinem Part. Ja, aber ja, seid ihr schon drinne? Ja. Ja. Wir sind schon durch. Habt ihr nur die Bridge gehört? Nein, wir sind drinne. Okay, wir sind gerade bei... Wir sind bei den Platten. Rasiert. Ja, die war aber sick. Die Bridge war richtig. Das ist richtig. Weil es halt nicht war, weil wir alle schon mal Glatze hatten. Ja, nein. Dabo müsste im Titel nicht HR stehen, weil das eine Hinrunde ist. Ach, ja, Gott. Eigentlich schon. Ich lost. Dabo kriegt wieder nichts gebacken. Ey, Digga, ich hab das in, keine Ahnung, 4 Minuten gemacht. UVX? Sehr gut, aber in 4 Minuten sollte man eigentlich holen. Oh. Nein, mir ist halt mal deine Fresse. Ja, Mann. Manic fragt, ob du in der Rückrunde sein Video drehst. Na, nein. Wieso fragt er das hier? Ist schon längst beschlossene Sache. Er wohnt dann quasi nebenan. Ja, ja, also, ja, wenn er studiert, ne? Ja, ja. Ja? Ja. Scheiß Studenten. Ja. Das heißt, für beide Rückrunden drehe ich Videos. Das heißt, im Prinzip ist Manic trotzdem ein Nachteil, weil er ein Video nicht von mir hat. Stimmt. Joa, und weil er sich bei uns mehr Mühe gibt. Ja, scheiße gelaufen, wa? Color Correction, ja. Der Ranger-Part ist übrigens. Auch wenn man ja, das leider bei Watch Together nicht richtig sieht. Ich habe für dieses Video noch so Farbbomben bestellt, so Rauchbomben. Die kamen 2 Tage zu spät an, übler Abfuck. Hätte ich alles schon gebeichtet. Benutzen, ne? Ja, da hat Ringer sich schon sehr drüber aufgeregt. Ja, also wenn man das Video jetzt in Watch Together in bessere Auflösung sehen könnte, wäre das Video dick, aber das, was man sieht, sind... Aber ihr könnt... ja dann auf YouTube in 4K, wenn du die entsprechend... Aber ihr könnt die Rauchbomben ja in der Rückrunde benutzen. Ja. Die kann Euphorix in Manics Rückrunde benutzen und die kannst du bei ihm in der Wohnung zünden, bitte. Ich habe ich habe auch diesen Pullover und diese Handschuhe hier, die werde ich auch Manic anziehen. Ich werde sie auch vorher nicht waschen. Das wäre übrigens. Der passt da nicht rein. Das hat mir gerade so. Der nimmt doch gerade ab. Das ist Gummi. Das leiert sich, das ist Gummi. Digga, der sieht so schon aus wie eine Presswurst. Ist mir scheißegal. Ich steck den da. Der sieht so schon aus wie eine Presswurst-Ehre. Also ich würde ganz gerne noch dazu sagen, es wäre sehr, sehr nett von euch, wenn ihr das nicht in Manics Wohnung zünden könntet, da will ich auch noch hin. Also als ob die Wohnung abreißen und zünden eine Rauchbombe. Das habt ihr ja, aber, bei euch aber ich will da in der Nacht noch drinnen pennen, weil ich so. Ja, Junge, bist du da? Das stinkt eh.
Als ob ihr beiden nicht zu mir kommt. Halt's Maul. Das ist unsere Flitterwochen, okay. Eure Flitterwochen, ja? Na, dann kann's weitergehen hier. Ja, kann man ja in Ostdeutschland verbringen. Nicht einmal schönste Land der Welt. Ich nicht, dass du Janik tatsächlich, du wärst ein Fabian. Und das Ergebnis, wenn man Ostdeutschland besauer macht, dann rastet der aus und muss wieder in den Frauenknast. Du fette Sau, ich will dir nicht in die Schnauze boxen. Bei deinen Titten will ich lieber in dein Ausschnitt klotzen. Wenn du uns bettelst, ist das wie anpusten. Lauf, weil du, wenn wir dich betteln, vielleicht ein Stunt-Double brauchst. Ey, yo, du bist wie Han. Die war gut, die war richtig ja. Gut. Ich hör's halt nicht. Das Stunt-Double bin übrigens ich. Mit dabei, doch spielt's halt keine Rolle. Bei deinen Gegnern ist es selbst für dich nicht schwer, an einem Battle wie bei Karas richtig weit zu kommen. Ja. BFBA und du denkst, ich ficke jeden Geld, doch bist dabei so erfolgreich wie die dritte SBL. Ha, du kleine Mistmade, bist missraten. Bevor du hier gewinnst, steigen auf deinem Kanal die Klickzahlen. Du bist kein Künstler am Mike, denn wie willst du mich dissen, reißt du wieder keine Rückrunde ein und dein Doppelter Name ist dicker, als ich erwartet hätte. Junge, er droppt gerade die beste Punchline, die ich je von Tsunami gehört habe. Ja, der ist dicker, als ich erwartet hätte. Danke, Mangel. Oh, die beste Punchline von Tsunami war nicht in der Runde. Nein, die ich gehört habe. Ich habe nicht jede Runde von ihm gehört. Ja, den hat ja auch viel zu viele. Gibt dir NBT. NBT gegen wen war das? Gegen Zugriff. Ohne Spaß. Das ist die beste Punchline, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. War Zugriff nicht der Typ, der beim SBL ohne einen Gegner im Finale war? Ja. Ja, gegen Renger. War gutes SBL. Grüße an Benek. War gutes SBL. Da ist mal bessere Turniere leiten. Jedes SBL, wo ein Renger dabei ist, ist ein gutes SBL. Das ist. Aber man muss fairerweise sagen, dass das zweite SBL vom Teilnehmerfeld ja viel geiler war. Ohne Ränge. Ja, da muss man zu. Ja, also, und außerdem, ich glaube, also wann war das erste SBL? Ich glaube 2018 oder so. Hä? Auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber wie man es nimmt, ne? Hast ja quasi mitgemacht. Ja. Der gute alte Fake-Account. Keiner hat's gecheckt. Ja. Ich finde Tsunami-Spot immer noch cool. Sein? Das war ohne Spaß. Seid ihr gerade in der Runde drin oder kann ich kurz? Ja, wir sind gerade beim Tsunami-Part. Nein, aber läuft jetzt gerade die Musik. Okay. Nein, der läuft nicht. Nein, gerade nicht. Dann kannst du Storytime machen. Nein, dann hören wir erst nicht, dass wir irgendwie die Spannung rausnehmen. Okay. Hört erst mal gut, dann Runde zu Ende, danach Storytime. Jo. Kranker Scheiß, nur dass der gegen uns lang nicht reicht. Wack seit dem ersten Tag, du machst keine Welle mehr. Schlag ich dich, bildet deine Haut an Welle mehr. Du hast dir in all den Jahren nicht einmal ein Image oder irgendeinen deinen Ruf aufgebaut. Vielleicht hat 1000 Clown, denn als Rapper wärst du halt nur voll schlecht. Sowas wie eine Alternative für Deutschrap. die war stark. Die war richtig stark. Ja, generell, Tsunami hat halt immer coole Endlines, finde ich. Also der delivert das nice so. Der setzt so eine Line ans Ende und denkt so, bam. Ja, Manik, du wurdest gefickt. Tut mir leid. Ciao, Manik. Ja. Manik, Waddel. Scheibe laufen, wa? Oh Gott. Hey, eigentlich, Waddel, die wollten dir halt eine Vorlage geben, wie man das macht so. Ja, aber ich konnte Manik ja nicht dissen. Ja, du hast ihn halt nicht gefickt, du hast ihm einen runtergeholt. Ich hab ihn ordentlich eingerubbelt und dann habe ich geguckt, was dann passiert. Ich wollte mal ein bisschen austesten. Ah, dann wird Manik bei mir drehen. Erwartet, und Waddel, du kannst dann erwartet. Auch bei mir drehen mit. Wenn du bei Manik bist. Mach einfach Feature für die Rückrunde, geh Manik besuchen, so der will 21. oder 25. irgendwie sowas herkommen, ja, weißt du? Da will er umziehen, ja. Hab ich mitbekommen. Ja, erzieh dich in die Nähe. Um zu studieren. Hab ich alles mitbekommen. Ja. Soll ich mir wieder am Stich? Dann hat er gesagt, er kann mit der Bahn seiner Karte kostenlos komplett in Niedersachsen rumfahren, fährt er jede Woche her. Ja, das hat er erzählt. Also. Manik, was sagst du zu seiner Zerfickung? So irgendwie rechtfertigt? Ist der drinnen? Nee, schade. Nein. Aber wenn ich Manik wäre, die Zeile, die mich am heftigsten getroffen hätte, wäre die, du bist so erfolgreich wie die dritte SBL. Die hätte mich aber auch getroffen. Digga. Ohne Spaß. Das war's noch Kanal nicht mit dem gemacht, komischen ne? Stream, der geht noch weiter. Das hat seinen Kanal groß gemacht, ne? Und dann floppt die dritte Staffel zu 112%. Richtig heftig.
Ist und traurig. Ich muss Manic eigentlich auch noch aufs Maul hauen, weil die Lady in Tsunamis Video ist meine Freundin. Das heißt, ich muss Manic aufs Maul hauen. Dreh Rückrundenvideo nicht für den. Oder mach extra schlecht. Nein, ich hau ihm einfach aufs Maul im Video. Hä, hey, geil. So einfach beim Drehen so mittendrin einfach zack. Einer eingeklingt. Ach ja. Ja. Schneide ich dann auch genauso rein an die Stelle. Dann geht's weiter. Dafür gibt's extra Punkte. Ja. Für Operation Eyes. Für jedes blaue Auge, für jeden Zahn, den er verliert bei dem Video, zwei extra Punkte. Ja, verliert er vielleicht doch nicht zu null. Ohne Spaß, ich bin die ganze Zeit schon richtig unfair gegen Manic. Nicht, dass er denkt, ich habe was gegen ihn. Ich liebe dich, das weißt du. Oh. Du bist ein absoluter Ehrenmann. Alle lieben Manic. Also, Jonas, jetzt kannst du deine Geschichten erzählen. Wir hören dir zu. Lass sie doch erstmal ein Fazit machen. Ein Fazit? Ja, Junge, jetzt kommt Fazit. Das haben wir doch gerade eben gehört. Das war noch kein Fazit. Jetzt halt mal die Fresse. Also, ja, komm, warte, mach ein Fazit, bitte. Also, Manics Runde hatte ein paar gute Lines. Außer alle Lines, die gegen Ostdeutschland gingen, weil Ostdeutschland ist toll. Au! So, die anderen Lines waren super. Impuls hatte gute Lines, aber jetzt so keine so, die komplett rausgestochen hat. Bei Renga ist mir die, die Line, alle sind mir die meisten, das ist mir hängen geblieben und die Lines mit, die halt darüber ging, dass Manic links ist. Die ist mir auch im Kopf geblieben. By the way, eine gute Angriffsfläche. Bei Manic sowieso, aber also so viel wie der Post. Wenn ihr ihn auf WhatsApp habt, dann ist eine gute Angriffsfläche. Ja, deswegen. Wenn ihr den Status immer seht. Jeden Tag was Neues. Eben, deswegen dachte ich mir so. Ja, aber, also. Und was ist mir. Dann halt eben noch die Endline mit alternativen Deutschrap ist mir auch. Insgesamt hatte zu. Was ich noch sagen wollte ist, ich hätte erwartet, dass sowas kommt wie ja, wenn Waddle nicht schwul gewesen wäre, dann wärst du im Viertel aus. Sowas ja, ein bisschen, also, musst du gut verpacken. So könnte man so sagen, hier Impuls am besten gefloat, Tsunami am besten, die besten Lions so und Rengar ist das Video. Ausgezeichnet. Und die Musikalität. Ja, Rengar war diesmal auch wirklich am musikalischsten. Ab in den Keller! Hast du einen Keller? Ja, der ist aber nebenan. Also, dann drehen wir nächste Runde bei dir im Keller. Scheiße. So, und jetzt bitte Storytime. Ach so, ja. Und zwar, warte mal aus. Ach so, Manic war bei mir zu Besuch. Manic, du hast ihn nicht mitgebracht, der kam selber hergefahren. Ja, aber ich bin dann gekommen. Ja, und dann sind wir zu dritt gekommen. Ach so. Ja, wir sind zu dritt gekommen. Egal. Und ich hab mich, weil ich nicht offiziell mitmachen durfte, in der zweiten SBL, ohne meinen Status quasi abgeben zu müssen, habe ich undercover mitgemacht. Kann man jemand jetzt hier die Musik stoppen? Ich will ja die ganze Zeit immer. Alter, raus aus Watch Together, hau rein. Ja, same, Digga. Einfach Junge, was soll denn diese Scheiße? Du kannst weitermachen, wenn du quittet. Ja, aber das Ding ist, ich drück die ganze Zeit Pause und es wird keine Pause. Kann man irgendwie noch Pause drücken? Danke. So, und auf jeden Fall habe ich da mitgemacht in der zweiten Staffel, weil ich offiziell nicht durfte, mit verstellter Stimme und Pitch. Und ich habe auch, wie weit bin ich gekommen? Viertel oder so? Du hast den ersten besiegt und beim zweiten bist dann ausgestiegen, weil du keinen Bock mehr hattest. Oder der erste oder so, oder? Ich musste in die Vorrunde, da habe ich normal abgeliefert halt und in der zweiten Runde, also in der ersten richtigen Runde, habe ich dann einen, der mit bei, als Favorit, direkt vielleicht als Titelfavorit, aber der war schon oben mit dabei, den habe ich gekickt und danach bin ich halt ausgestiegen, weil ich dann dachte, ja, nicht, dass jetzt hier nichts gibt oder so, und das wird unfair dann oder so. Habe ich gesagt, gut, lass sein. Und dann war Manic bei mir und dann habe ich ihm, ja, du weißt ja, ich habe das ja alles recorded und so. Und ich soll ich dir mal ohne Pitch zeigen? Ja, zeig. Und ich habe halt den Pitch weggenommen und es war halt obviously ich. Und Manic hat so ein musikalisches Gehör, das einfach nicht rausgehört hat. Er hat es nicht gecheckt, nicht auch nach dem. Wieso, erkennst du den? Ja, ist halt Raven. Er kommt dir nicht bekannt vor. Nö. Auf Serious, der fand das dann komplett überraschend, dass das der ist. Ey. Manic, absolut. Jungs, ich muss tatsächlich weg, weil Manic jetzt Dingens im Royal Punch and Battle die Paarungen ausgelost werden und ich möchte wissen, gegen wen Darky fliegt. In den Top 3.